Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 der Schwarzen Witwe Challenge mit unserem stinkenden Jeffrey! Yay! Leute, wir sind back im Game. Die Katja im Hintergrund verwandelt sich hier als Fledermaus und ist noch sehr traurig. Was macht sie denn? Zuschauen. Sie will zuschauen, wie der Jeffrey tanzt. Das freut mich sehr. Ich würde gerne ihre Fledermaus wieder deaktivieren, denn mich nervt das persönlich sehr. Hier ist irgendein Geist. Wer ist das? Ich. Okay. Puh, ja. Schön. Schön sich ausfahren. Ja, trage ich auch privat genau dieses Outfit, Leute. Warum läuft unser Kind denn jetzt nackt rum? Leute, was passiert hier in diesem Haushalt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kleider. Warum, Jeffrey? Warum? Was ist denn mit unserer Familie falsch gelaufen, Leute? Guck mal, wir sind hier. Wir sind hier bei Katja, ne? Träume zerstören. Was? Wir sind hier bei der Katja. Und klar ist mir das hier schon bewusst, dass sich Leute ausziehen, dass es hier viel um nackte Haut geht, dass hier unsere Katze alles kaputt macht. Ich rastiere gleich aus, Leute. Warum ist denn das so? Oh mein Gott, okay. Also, Julienko, was bist du aktuell von uns? Sind wir schon verlobt? Haben wir irgendwas gemacht? Kannst du bitte aufhören, hier alles kaputt zu machen, Nico? Dankeschön. Warum habe ich hier eine Glatze? Leute, ich verstehe hier gar nichts mehr. Also, wir sind aktuell Turteltauben. Das klingt jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Hat sie jetzt die Windel gewechselt? Weil, guck mal, der stinkt immer noch. Ne, er stinkt nicht mehr. Okay, alles gut. Wir backen jetzt erstmal den Kuchen, denn ich denke, es wird Zeit, dass er älter wird und dass Shireen auch älter wird. Also, ich denke wirklich, es ist an der Zeit, Leute, dass wir jetzt hier mal die beiden älter werden lassen. Vielleicht verloben wir uns heute auch noch. Vielleicht schmeiße ich die Katze heute auch einfach raus, denn die fuckt mich sehr, sehr ab, muss ich sagen. Getränk für Jeffrey nehmen. Nee. Drogen und Alkohol nehmen wir jetzt. Es ist Weihnachten! Yay! Es ist Weihnachten! Okay. Ja, cool. Brauchen wir nicht einen Kamin? Wir haben einen Kamin, ne? Um 20 Uhr in Nähe eines Kamins. Das ist hier. Na geil, Leute. Ich bin ja mal gespannt. Vielleicht betrügen wir ja den guten Julienko mit dem Weihnachtsmann. Da müssen wir aber schnell heiraten, ne, Leute? Da muss das hier zack, 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 zack gehen. Ja, ich würde gerne aber erstmal kochen. Ja, ich finde es immer noch dumm, dass das unterkochen ist, aber okay. Es ist ja, wie gesagt, das Winterfest. Da backen wir mal einen tollen Winterkuchen für unsere ganze Familie. Es ist früh um 6, ach, kein Problem. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Ihm geht's relativ gut. Sie schläft und sie geht jetzt erstmal auf... Ja, okay, die Katze. Oh, die Katze macht mich fertig, Leute. Wir werden jetzt erstmal natürlich auf Toilette gehen, ne? Dann kannst du duschen, schnell duschen. Das ist super. Und Jeffrey, ihm geht's auch gut. Der twerkt noch hier ein bisschen. Ja, jedes Kind, wie es will, sage ich immer, Freunde, ne? Also, ja, alles easy. Alles super. Ich finde die Küche so schön, ne? Ich wünschte, ich hätte auch so eine Küche. Ich wünschte im Allgemeinen, ich hätte solche Häuser wie in Sims 4. Das sieht so cool aus. Aber ich glaube, also, ne, wenn ich jetzt von mir rede, dann müsste ich natürlich noch irgendeine Beziehung haben oder irgendwas. Aber Leute, das ist ein guter Joke. Ja, das ist halt so, ja, nicht da. Und da würde ich nicht in so ein großes Haus ziehen. Da finde ich schon meine Wohnung aktuell zu groß, wo ich hier gerade bin. Aber, naja, was soll es, Freunde, ne? Wir fügen erstmal Geburtstagskerzen hinzu und helfen jetzt gleich beim Blasen. Denn wenn die Katja ein was kann, dann ist es das. Also, es geht hier natürlich... Oh, dieses Kind krabbelt gerade hier hoch, ne? Okay, dann, das duscht noch. Oh, okay, dann kommst du jetzt aber erstmal runter und bläst. Ich hoffe, die kommt da ran, weil hier steht genau der Futternapf von dem Tier. Ich weiß ja nicht. So, sie geht hier runter an den Sarg weinen. Das muss jetzt... Julienko? Okay, gut. Ich dachte gerade, er will hier Stress mit mir. Wir können uns ja ganz kurz vom Spiegel Zuspruch geben und heulen so ein bisschen, finde ich okay. Bin gespannt, wie die Shireen jetzt aussieht als, sie hat ja heute Nacht auch ein Lied gedroppt, Leute. Also, es geht ja, also sie verkörpert ja nicht unbedingt Shireen, aber sie sieht gut aus. Wow, sie sieht voll gut. Alter, was hat sie für riesen Titten? Okay, darf ich hier überhaupt Titten sagen, Leute? Oder ist das schon wieder nicht family-friendly? Ist mir egal, ich hab's jetzt schon gesagt. So, wir wollen mit der Shireen, bin ich tatsächlich... Ich dachte gerade, hä, war die Stadt? Bestseller-Autorin? Nee, nee, musikalisches Genie. Und ich würde ihr da auch hier direkt, begabte Musikerin geben. Holla, die Waldfee, Leute, was ist denn da los? Also, ich weiß, also Real Talk, wie...
Ist sie ein Vampire? Die Shireen ist ein Vampire. Shireen. Okay, das ist krass. Die, herzlichen Glückwunsch zum Beginn deiner Elementesammlung. Dankeschön. Okay, Michaela hier schicken. Shireen ist jetzt ein Teenager. Das steht da gar nicht. Da Shireen jetzt ein Teenager ist, haben ihre Vampirkräfte vollständig manifestiert, bla bla. Ja, toll. Wir haben jetzt eine Vampirtochter. Wir werden sie dann natürlich erstmal kurz umstylen. Die Frisur lasse ich vielleicht, denn ich finde die relativ cool. Mal schauen, vielleicht macht die ein bisschen dunkler. Wir schauen einfach mal, Freunde. Und ja, sie kann jetzt erstmal hier schlafen gehen. Jeffrey, was tust du? Tanzen, tanzen. Ja, Jeffrey, hör auf zu tanzen, Alter. Was passiert denn hier? So, du gibst dir nicht mehr Zuspruch. Ist es schon vorbei? Ist du... Nee, du bist immer noch komplett traurig. Naja, was soll's, Katja, ne? Du hilfst jetzt erstmal dem Jeffrey beim Blasen. So, damit er das auch frühzeitig lernt, Freunde. Übrigens, morgen bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ob ich morgen nochmal ein Let's Play drop, also vielleicht die Android Baby Challenge, weil da sind wir ja gerade schwanger und so. Ich bin jetzt ja auch ein bisschen am Vorproduzieren, also heute noch nicht so ganz, aber ja. Und da bin ich, muss mal schauen, wie ich das mache. Okay. Und am Wochenende kommt auf jeden... ja. So, warte, darf ich das ganz kurz sehen? Ich finde, das ist doch ein schönes Bild hier, Leute. Das ist ein schönes Familienfoto. Die Katja mit dem Kind auf dem Arm. Da hat die Katja ein bisschen nachgeholfen. Ich habe es genau gesehen. Das Kind hat gepustet und die Katja so... Hallo, ASMR. Ja. Oh je, Leute, wie sieht's aus? Oh Gott, warte, es dreht sich noch. Ich sehe zum Glück gar nichts, aber okay. Wir werden bestreben und Merkmal wählen, umzusetzen. Wild, okay. Wild ist auf jeden Fall ein tolles Wort und ein tolles Merkmal. Guter Tänzer. Übrigens, hier sind jetzt auch neue Merkmale dazu, die habe ich mir runtergeladen, Freunde. Die sind nicht im normalen Spiel. Also hier zum Beispiel guter Tänzer. Ich glaube, es gibt tanzwütig als Merkmal, aber nicht für Kinder. Ja, auch talentiert, lebensfroh und alles drum und dran. Ich würde mal sagen, was könnte denn Jeffrey sein? Das gibt ganz schön viel. Introvertiert, das auf jeden Fall nicht. Es gibt ja auch extrovertiert, genau. Boshaft, da verstehe ich dieses Symbol nicht so ganz. Ich habe das auch übrigens komplett übersetzt, ne? Also ich habe das ja ein bisschen da, ja, beliebt, würde ich einfach mal sagen. So, deshalb sozial soll er auch hier ein Schmetterling werden. Ich denke, das passt auf jeden Fall. Er hat direkt auch Pink an. Ey, es erinnert mich direkt an Jeffrey, bloß er hat halt Augenbrauen. Ob das jetzt so gut ist, meine Freunde, ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir werden Celine, ach schön, dass die uns alle Geschenke schickt, aber meine Freunde... Wir wollen euren Scheiß nicht. So, in der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich auf Väterchen Frost treffen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, wenn er vorbeikommt. Und ich hoffe, bis dahin ist die Katja schon verheiratet. Ja, vielleicht schaffen wir das noch auch noch. Ich weiß es nicht. Die Zeit ist ein bisschen gegen uns, muss ich sagen. Die Zeit ist ein bisschen am... Huf. Bisschen am Struggeln. Wir hätten vielleicht vorher den, ja, Leute. Ich, mache nochmal kurz einen Cut und wegen Augen. Ich glaube, da kann ich die entfernen. Doch, das geht. Aber man kann die gar nicht entfernen. Kinder haben immer Augenbrauen. Ach du Scheiße. Okay. Ja, Leute, dann ich mache trotzdem mal. Ich gehe ganz kurz mal raus und mache mal einen Cut. Beziehungsweise für die Wimpern, ne? Also, bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder back. Oh Gott. Ja, im Game. Und es gibt ja, wie gesagt, wie wir gerade gesehen haben, nur Augenbrauen für Kinder. Finde ich persönlich scheiße gerade. Also da bin ich... ja, ich bin jetzt richtig am Struggle, Leute, was wir tun. Ob wir jetzt schon so richtig snatchy werden und so ihm krasse Augenbrauen geben und die dann später abrasieren, weil er einen Mental Breakdown hat im Leben. Verständlich, möchte ich ganz kurz sagen. Ja... Das heißt, Jeffrey wird jetzt als Kind noch Augenbrauen haben. Ich find's auch scheiße, Leute. Ich find's auch nicht gut. Das könnt ihr mir glauben. Ich weiß gar nicht, welche Augenfarbe Jeffrey hat. Ich hau jetzt einfach mal drauf. Wir haben doch auch... Ich dachte, wir haben hier Lippenstift. Aber, ach so, warte mal. Ach, das geht gar nicht. Das ist aber hier Diskriminierung. Ich weiß, dass ich für Girls auf jeden Fall Lippenstift habe. Aber anscheinend für die Boys darf ich das nicht benutzen. Okay. Und dann halt nicht. Ja, guck mal, da sind die Wimpern schon mal vorhanden. Finde ich voll süß, aber die... voll süß, okay. Aber es müssen auf jeden Fall ein paar längere Haare sein. Die sieht aus wie Jeffrey. Sieht aus wie Jeffrey heute, Leute. Oh mein Gott. Ja, lang gibt es nur die, ne? Also, es gibt halt sonst nur noch hier sowas.
Sowas. Oh, das sieht aber sehr komisch aus. Und ja, keine Ahnung. Also, das gefällt mir alles nicht so. Das wäre vielleicht noch so ein bisschen was, wo ich sage, das könnte ein bisschen länger sein noch. Aber das wäre doch was, wo ich sage, yo, das wäre okay. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, das finde ich okay, Leute. Ich finde, wir sollten den Jeffrey jetzt schon so ein bisschen, ja. Wie sagt man das jetzt? Wie sagt man das, ohne es falsch auszudrücken? So vielleicht ein bisschen, wie er später ist. Weil später trägt er ja so Kleider und alles drum und dran, so fuck Gender Roles, aber ja, so würde ich ihn jetzt auch gerne schon stylen. Real Talk, Leute. Gucken wir mal, ob wir da so. Das hier auf jeden Fall. Holla, die Waldfee, aber ganz schön sexy. Ich würde halt einfach. Das sieht auch gar nicht so girlyhaft aus, also ich weiß nicht, warum das unter Girls gelistet ist. Das auf jeden Fall, Leute, da bin ich voll dabei. Ich würde tatsächlich halt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht, wie sieht das aus? Das hat, oh, das ist mir ein bisschen zu viel, Leute. Also ich würde vielleicht eher hier auf sowas gehen, vielleicht auch auf sowas. Also das ist ja sowas, was ich finde, das kannst du auch noch als Junge anziehen. Das haben wir letztens erst gegeben, ne, bei der 100 Baby Challenge. Ich erkenne das. Das hat die Helene, glaube ich, an oder so. Es gibt hier unten, warte, wann? Das, was ich auch noch ganz cool fand, das Kleid. Ich würde gerne. Hilfe, das hier. Das fand ich auch noch ganz cool. Müssen wir mal schauen, in was für Farben es das gibt. Gibt es auch so mit so einem leichten. Guck mal, das finde ich cool. Das passt doch voll zu seinen Augen. Jeffrey, ich bin voll bei dir. Also ich bin voll dafür, dass wir dich jetzt so stylen. Ich sehe schon kaum, die Folge besteht jetzt wieder nur aus Umstyling, oder? Ich sehe es kommen. Ohrring, was ist das? Was ist das? Was ist das, Leute? Ich habe keinen Plan, was das ist. Auf jeden Fall, wir können ihm gerne ein süßes pinkes Ohrring. Einen pinken. Nee, zwei pinke Ohrringe. Kann man das jetzt so sagen? Ich denke schon. Vielleicht, weiß nicht, sieht man die Kette? Nee, die sieht man nie. Cool, danke für nichts. So, dann werden wir mal ganz kurz, ganz, ganz kurz hier noch so. Das passt nicht so ganz. Mach mal weiße Schuhe. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Finde ich wirklich ganz cool. Den Rest werde ich offscreen machen, also gleich nach der Aufnahme. Und dann widme ich mich mal ganz kurz noch unserer guten Shrine. Alter, gehen die noch größer? Die gehen noch größer. Okay, Leute, okay, da muss ich einfach los. Man merkt hier auf jeden Fall, wer die Mutter ist und das ist die Katja. Also, von wem ist die denn? Warum hat die denn so ein Gesicht wie so ein Fisch, Alter? Leute, ich heule hier gleich. Okay, also, wir wollen schöne Augenbrauen. Ja, yes, Queen. Wir wollen vielleicht mehr Pink. Wollen wir mehr pinke Haare? Ich weiß es nicht. Ich würde es auf jeden Fall bevorzugen. Ist das die Frisur? Ja, ne? Das ist doch die hier. Guck mal, die gibt es hier bestimmt auch. Die gibt es hier so ein Weiß, da gibt es hier auch bestimmt. Ja, in so einem ganz hellen Rosé. Gut, können wir ganz kurz gucken, ob wir das retten können mit einem Skin. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass es gerettet ist, aber jetzt sieht sie richtig. Also sieht jetzt noch mehr aus wie ein Fuß, Leute. Da bin ich voll bei euch. Also, der Skin rettet hier gerade gar nichts. Aber ich wollte ihn trotzdem drauf machen, damit das Make-up hier ein bisschen stark vorhanden ist, meine Freunde. So, jetzt gucken wir mal noch ganz schnell nach ein paar Wimpern. Und zwar nach riesigen Wimpern für die Shrine. So, das, ja, sie besteht auf jeden Fall nur aus Wimpern. So, weißt du, kennt ihr das, wenn die Augen nur aus Wimpern bestehen? Denn ich kenn's nicht, aber ich denke, die Shrine kennt das hier. Und dann gucken wir mal hier so nach so ein paar. Doch, doch, das können wir machen. So. Augenbrauen erstmal noch ein bisschen zurechtgezogen. Ich denke, das ist erlaubt. Die sind ja nachgezeichnet. Da kann ich die auch mal ein bisschen länger zeichnen, ne? So, wir bezüglich Make-up will ich erstmal gucken, was wir ihr anziehen. Wahrscheinlich wird es nicht viel sein, meine Freunde. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Wahrscheinlich wird es wieder. Alter, wie das aussieht, Leute. Das sieht richtig cool aus. Alter, die Brüste sind einfach so riesig. Die Brüste. Oh mein Gott, wie sieht Shrine bitte als Vampire aus? Ach du Scheiße, Leute. Ach. Du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss ich auf jeden Fall auch noch umstylen. Damit werde ich alles offscreen machen. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, was ich hier als Oberteil finde. Denn das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Denn diese Brüste.
Holla, die Waldfee, meine Freunde. Die verdecken hier alles. Also da würde ich vielleicht hier noch sowas gerne sehen. Ich würde das so gerne picken. Boah, das ist ja voll genau die gleiche Farbe wie die Haare. Uff. Okay, das ist natürlich auch ein Look. Jetzt sieht sie aus wie ein sexy Sträfling. Oh, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß es nicht, was wir hier gerade tun. Ich weiß auch nicht, was so der Style sein sollte. Sie kann natürlich auch ein Bandshirt tragen. Ich glaube, das ist aber nicht ganz so ihr Style. Das ist mir hier alles irgendwie ein bisschen... Das ist nice. Das mag ich voll. Aber das ist halt nicht so das, was ich an ihr sehe. So an ihr... Diese Brüste, die sind halt so... Die sind so groß, Leute. Die können euch erschlagen. Real Talk. Die können euch halt erschlagen. So, dann würde ich hier vielleicht sowas geben. Ich weiß nicht, was passt denn so zu... So pink, rosé-mäßig... Oh, okay, also rot finde ich schon cool, aber ich glaube, das ist irgendwie zu viel. Dann machen wir mal, weiß und gucken mal. Okay, so eine ganz hohe, das ist mir ein bisschen zu wenig an Klamotten, muss ich sagen. Wir können ja das hier anziehen. Wir könnten hier, ich weiß es nicht, ne? Ich weiß, was wir anziehen, Leute, und ihr wisst es auch. Ich hoffe, das sieht gut aus. Wartet mal, ihr wisst es auch, Leute. Wo ist es? Ah, da. Ja! Wir ziehen das an! Leute, wir ziehen das an! Endlich habe ich eine Verwendung gefunden, das anzuziehen! Die Haare, würde ich sagen, bleiben so. Alter. Ich habe endlich eine Verwendung gefunden, den Sim so anzuziehen. Yay! Kann ich die Hose vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich die dunkel lasse. Das ist vielleicht sogar noch besser, weil das ist mir alles ein bisschen zu wenig. So, und dann würde ich hier diese großen... ich kenne solche Leute, die mal solche Hosen anhat. Da dachte ich mir so, okay, das ist... Ja... Doch, mach mal, du willst. Es ist nicht ganz... Also, es ist schon irgendwie freizügig, weil, guck mal, eigentlich ist das ja hier nur so ein Stück Plastik, was sie oben rumträgt. Ich meine, nicht ihre Brüste, Leute. Sondern dieses Teil hier, das sieht sehr Plastik, Latex, irgendwo aus. Und dann ihre Beine sind auch komplett aufgerissen. Also, ich muss sagen, das ist doch schon freizügig, Freunde. Da könnt ihr hier sagen, was ihr wollt. Das ist freizügig. So, gucken wir mal hier bei den Schuhen. Passt, kriegt sie die... es ist ein bisschen buggy hier, weil die so hoch sind. Dann müssen wir hier doch anscheinend die nehmen. Oder haben wir hier sonst... Wir haben noch andere, ne? Aber ich habe Angst, dass sich die Füße bricht. Mach die mal ein bisschen größer. So, Shrine, ich muss sagen, du bist... Alter, siehst... Der Stoff ist schon ein bisschen gerissen, Leute. Das ist ja immer so große... Alter, das sieht richtig komisch aus. Ah, was passiert hier? Leute, soll ich das gehen? Guckt euch das an, weil die Brüste, die sind einfach so überdimensional groß. Da reißt das ja alles schon, ne? Verständlich. Aber naja, Shrine, wir machen noch ganz schnell dein Make-up. Ist okay. Wir kümmern uns noch schnell um auffälliges Augen-Make-up, würde ich mal sagen. Das hier nämlich. Ich weiß es nicht, Leute. Was machen wir? Machen wir hier sowas Cooles? Was ist unser Style? Ich habe keinen Plan, was unser Style ist. Das ist natürlich sehr gut. Das ist natürlich immer von Vorteil. Vielleicht auch so ein bisschen was... ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht so ein bisschen was Dunkleres, würde ich so sagen. Dann machen wir hier noch so ein bisschen einen Eyeliner drauf. Ihre Wangen lassen wir hier schön den Highlighter poppen. Oh yes, mit dem Rainbow Highlight. Ich finde den voll cool. Der ist komplett übertrieben in ihrem Gesicht, Leute. Aber, jetzt habe ich mal das Outfit angeguckt. Also Entschuldigung, wenn ich hier das nicht übertrieben machen darf, dann weiß ich auch nicht. Lippen würde ich vielleicht, weiß nicht, sie sieht ein bisschen okay. Ja, ich sag mal lieber nichts, ne? Da würde ich auch volle Power machen. Also so richtig, vielleicht was Dunkleres. Oh, das ist aber, also das ist auf jeden Fall ein Look, meine Freunde. Das ist auf jeden Fall ein Look. Das allerdings sieht eher aus wie ein Unfall. So, Freunde, ich würde mich jetzt aber mal verabschieden von der heutigen Folge. Die Shrine sieht jetzt so aus. Sieht aus... Uff. Also schon nice, aber irgendwie auch ein bisschen uff. Dann unser Jeffrey sieht so aus, ganz süß. Ja. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr es fandet. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Links oben findet ihr die letzte Folge. Die ist schon ein bisschen länger und runter die Playlist, falls ihr euch nochmal alles geben wollt. Rechts oben könnt ihr mich abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Ich denke mal bei einer... Ich weiß es noch nicht. Vielleicht habe ich auch Bock auf ein Facecam-Video. Also ich entscheide das spontan, Leute. Ich entscheide das mal spontan. Ich sage jetzt mal nicht, morgen kommt Let's Play oder ein Facecam-Video. Ja, wir hören uns morgen auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen, um 16 Uhr. Bis dahin, haut rein und ciao!